Ja, aber das habe ich jetzt. Ha, 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 ha. Ach du Kacke. Achso, ich klicke jetzt da drauf. Ich gedacht, ist... Ja. Der Jammerskraft mit dem höchsten Würfel dürfen hier bleiben. Tipp von dem Vorgesetzten: Möchten Sie so Dinge nach Vergleichen, wenn Sie dran war, so mein Ding. Also, erstmal Pickup unter dir. If mein Ding. Wenn Sie eine If-Anweisung, um mein Ding mit dem Feld, auf dem Ihr Nachbar steht, zu vergleichen. If mein Ding. Na! Machen wir mal rechts. Oder unter mir ist ein Loch. Ey! Das ist eine legitime Lösung. Sechs Befehle. Ey, ich hab sechs geworfen. Wow! Ich bin heftig. Oh, ist das schön. So mag ich das. Das läuft auf Rocket Beans. Geht jetzt hier. Arrangieren Sie die Datenwürfel in der Reihenfolge vom kleinsten. Die Datenwürfel können in den Händen Ihrer Arbeiter bleiben. Kein Grund, sie wieder auf dem. Wenn zwei Arbeitskräfte beide versuchen, auf das Feld des jeweiligen anderen, tauschen sie ihre Plätze. Also erstmal hebt das auf.
wenn mein Ding ist größer als das meines Nachbarn links, gehe nach links. Wir gehen nach rechts. Das heißt, die Richtung muss auf rechts. Wenn mein Ding ist aber kleiner als die meines Nachbarn links, gehe nach links. Achso, vielleicht sollte ich auch noch mal anschauen. Ja, das ist fett, das ist ja, da. Die Billigbrigade. Oh, geht's jetzt irgendwie um die Rolle oder so? Das ist natürlich cool. Ja, da müssen wir machen. Wir ganz einfach, guck mal. Take from. So. Also wenn unter dir ein Drucker ist, nehme ihn. Und gebe ihn nach rechts. Wenn mein Ding ist ein Datenwürfel, dann gebe ihn nach rechts. Nee, wenn und unter dir kein nach rechts, ansonsten und unter dir ist ein Schredder, Moment, das macht gar keinen Sinn, oder? Macht das so Sinn? Wenn mein Ding ist gleich ein Datenwürfel und unter mir ist gleich ein Loch, dann gebe es rüber. Punkt. Wenn unter mir ein Schredder ist und mein Ding ist gleich ein Datenwürfel, nach da. Alter, das soll man noch optimieren können? Egal.
Kreatur. Oha! Schrennen Sie Datenwürfel im Wert von 50 oder höher auf der rechten und kleinen auf der linken Seite. Wenn unter mir ein Drucker ist, nehme ich den Würfel. Und gebe ihn nach oben. So. Wenn über mir ein Arbeiter ist, gebe ich den Würfel nach oben. Nee, wenn unter mir ein Datenwürfel ist, nehme ich mir den einfach von da. Ja, Mädchen, nimm ihn doch. Ah. Wenn unter mir ein Drucker ist, gib ihn noch. Wenn er take from unten und dann noch. Wenn mein Ding ist gleich ein Datenwürfel. Gebe ihn noch um. Und über mir aber auch ein Kollege ist. Wenn mein Ding 50 oder höher auf die rechte Seite, wenn mein Ding und über mir ist ein Loch, dann Gifto rechts, ansonsten Gifto links. Geht denn hier bitte eigentlich? So, wenn unter mir. Nee, wenn mein Ding ist ein Datenwürfel und unter mir ein Schredder ist, dann werfe ich das Ding da rein. Ich habe nichts, was ich abgeben könnte. Wie? Braucht ihr doch auch nicht.
Oh, es dauert mega lange, ne? Groß dahin, klein dahin. Groß dahin, klein dahin. Ich hab 13 und ich hab auch einfach 500 mal so lange gebraucht, ey. Oh. Ja, das ist 13 Befehle. Okay. Jetzt wird's blau. Jetzt wird's bestimmt heftig. Ach du Scheiße. If mein Ding ist ein Datenwürfel. Oh Gott! Oh, das dauert Wahl! Das dauert ja eh. Also ich finde das schön, die zu sehen, aber. So.
sowas. Aber das will ich gar nicht wissen. Nee, ja, nö. Nö, nö. Nö, kommt hier gar nicht in die Tüte, ne? Kommt hier gar nicht in die Tüte. Oha. Fühlen Sie das Kribbeln. Ich will alles rettern. Ja, stimmt, der kann weg, weil wir ihn nicht brauchen. Geometrie-Schrift, du Scheiße, ist das... Wer meint Neo-Trailer? Wenn 2 hier starten würfeln. Pick up. M2 Gifto M1. Eine Sekunde weniger. Schön, so mag ich das. Also, Sie haben eine E-Mail bekommen. Schauen wir mal nach. Füllen Sie den Boden mit Datenwürfen. Im Vorgesetzten können mehrere Richtungen innerhalb eines... Tipp von dem Vorgesetzten. Sie können nun mehrere Richtungen innerhalb eines Step-Befehls auswählen. Ihre Arbeiter wählt dann zufällig eine... diese Richtung? Zufällig. Oh, das kann ja ewig dauern. Ach du Scheiß. Thank you.
Bin auch dämlich, ne? Oh, schon viel schneller. Oh Gott, das ist so random. Danke. Soll man das eigentlich auf 100? Das ist Jahr 30. Soll man das denn so runterkriegen? Geht nicht? Ja, egal. Es ist... Füllen Sie den Boden in einem Schachbrettmuster. Es wurde bereits für Sie begonnen. Okay. Wenn mein Ding ist kein Datenwürfel, dann nehme von 1. Ansonsten... Alter, du darfst ja auch nicht ins Loch werfen, ne? Das sind nur die Weißen. Das ist gut.
Wie soll das denn gehen? Dann muss ich... Take from Steptum M3. Wenn unter dir aber auch schon ein Datenwürfel ist, darfst du dir eine Richtung auswählen. Das so? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist so ungefähr muss das sein. Ja, wenn das schon etwas ist, such dir einen anderen Punkt und leg's ab. Okay.
so, ne? So, und der Dekaner ist, geh weg und wiederhole den Schritt nochmal von oben. Gut, er läuft auch mal auf der Stelle, weil er einfach wartet. Alter, ich bin heftig! Ja, Mann! Natürlich jetzt ein bisschen Zufall, ne? Wow! Es ist bloß viel zu riesig. Mit 13 Befehlen. Was ist denn das? 31? Egal, ich hab's geschafft. So, weiter geht's. Schreibe Schlange. Wenn man das mal anguckt, wenn mein Item nichts ist. West, North, East. Wow, das ist ja. Setzen Sie alle Dartwürfel auf 9 und. Ah, okay. M1, Nios Datenwürfel. Pick up, M1. Right. 99. Drop. If M1 nicht gleich 99, pick up M1, right? Zack. Zack. Oha, das ist,
der nächste. So, ja, wenn der nächste Daten. Der am nächsten dran der Datenwürfel nicht 99 ist, dann hebe ihn auf den am nächsten dran, das schreibe ihm Unruhe. So. Dann gehe zu beim 1. Das denn jetzt gehen? So, das denn jetzt gehen, ey. Ja, also ich nehme ihn auf. Ich setze den nächsten Datenwürfel, nehme ihn auf. So. Was sagt er hier alle? Oh Gott. Andere, das ist ja krank, Alter. Da muss es doch einfach. Ja, das ist null, ne? Wenn Mem 1 gleich 0 ist, sammel es auf, pick up Mem 1, write it zu 99, und schon ist wieder.
Man kann aber nicht sagen, dass er den nächsten Datenwürfel nur dann erklären soll, wenn er. Ja, okay. Das kommt bestimmt noch, dass der nächste Datenwürfel nur dann nächster Datenwürfel sein darf, wenn. Sein Wert nicht 0 ist. Ja, ist gut. Jeder Arbeiter hat einen Würfel auf beiden Seiten. Die größere Zahl ist fehlerhaft. Beschreiben Sie die größere Zahl mit einem Wert der kleineren Zahl. Und legen Sie beide zurück auf den Boden. Ja, aber das geht. So, jeder Arbeiter hat einen Würfel auf beiden Seiten. Die größere Zahl ist fehlerhaft. Überschreiben Sie diese größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl. So. Nearest da. Zwei nearest da. Monika rüber und legt ihn ab. So. Wenn jetzt Mem1 größer ist als Mem2, setze Mem2 als 1 und wenn nicht, dann was anderes. Boah. Wenn Mem1 größer ist als Mem2, setze Mem1 gleich. Dann setze Mem2 gleich Mem1. Ansonsten setze M1 als M2. Überschreiben Sie die größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl und legen Sie sie auf den Boden zurück. So, das heißt jetzt ja so. Dann. Und pick up M1 und write und. Ansonsten pick up M2. Nee, ansonsten so. Oder? Monika nimmt sich die 51 auf und nimmt sich die 62 auf. Jetzt sieht sie, M1 ist kleiner als M2. Also
nimmt sie M2 auf und setzt. Das war jetzt M1. So, jetzt wird der aufgenommen. Da. So, wenn MEM1 kleiner oder gleich um 2 ist, nehme MEM2 auf und schreibe wenn so, Monika nimmt jetzt die 52 auf, Monika nimmt jetzt die 2 auf. Hä? Also, das ist ja gerade mal verwirrend. Was soll ich denn... Ja, ist so gut. Jede Arbeit hat einen Würfel auf beiden Seiten. Die größere Zahl ist... Das heißt, diesen ganzen Scheiß brauche ich alles nicht. Größere Zahl ist fehlerhaft. Überschreiben Sie diese größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl. Sie haben neue Anweisungen. Set. Set funktioniert sehr ähnlich wie Nearest, aber Sie können sie verwenden, um sich bestimmte Felder und Zahlen sowie andere Dinge
zu merken. Also gehen alle erst nach rechts. Fertig. Mem, Nearest, Datenwürfel. Mem 1. So. Dann geht man zweimal nach rechts und macht wieder Nearest Datenwürfel, aber auf 2. Beschreiben Sie die größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl und legen Sie beide zurück auf den Boden. So. Wenn jetzt Mem 1 größer oder kleiner oder gleich, nehmen wir mal größer oder gleich Mem 2 ist, beschreiben Sie die größere Zahl. So. Dann Set 1 gleich. Wenn die größere Zahl mit der kleineren überschreiben. Ansonsten ist mir egal, was du machst. Nee, ansonsten nehmen wir mit 2 und überschreiben es mit 1. Bäh?